Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgriffen Staffel 3. Ihr habt beim letzten Mal das Nächste, was kurz vor Ausrasten bei mir ist, erlebt. Und damit auch zwei sehr gute Versuche, ihn zu töten. Einmal von mir und einmal von Grauton. Bei mir war es dann, die Flakons waren alle. Und bei Grauton war es eine sehr unfaire Kombi von Engel und Schildschlag. Ja, und jetzt ist der Grauton wieder an der Reihe. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, wenn Grauton diesmal nicht macht, mache ich ihn bei meinem nächsten Versuch. Das heißt, Grauton steht enorm unter Druck. Ich liebe ja die Duelle in Dark Souls. Wenn es wirklich, wenn es so eingestreut ist, liebe ich das. Ja. Es darf halt nicht so inflationär genutzt werden wie bei Dark Souls 2. Ja. Aber Dark Souls 2 waren sie einfach ein bisschen unkreativ. Ja, das stimmt. War ja auch nicht das Hauptteam, was sich um Dark Souls 2 gekümmert hatte. Ja, es klingt so doof, aber man hat es einfach gemerkt. Ja. Dark Souls 3 ist halt wieder um Längen besser. Weil es halt eine gute Mischung macht aus unglaublichen Monsterbestien und ja, diesen Einzelduellen auch. Wo ich bis jetzt erstaunt bin, hatten wir es jetzt nur einen einzigen Bosskampf, wo mehrere waren? Naja, was am nächsten Rang kam, war halt Sullivan mit Klaus. Stimmt. Der halt ihn imitiert hat. Ja. 1:1. Aber so wie zwei hatten wir jetzt noch nicht. Na gut, wir hatten halt das Großholz mit seinen Dienern und die Diakone, die halt ganz, ganz viele waren. Ja, ja, stimmt, die Diakone waren ein Multiboss, aber eine coole Art. Ja. Da hat man was Kreatives mitgemacht. Nicht so wie die. Vor allem, wie wir reinkamen und dachten, die Versammlung. Ja. Oh, das war jetzt nur einer, okay. Die Versammlung war ja wirklich der lameste Boss aus gesamten Dark Souls 2. Ja, das hat man auch richtig gemerkt, weil der dann eben irgendwie auch nur so einen Titanit-Brocken gegeben hat. Ja. Und man so dachte, okay. Es war zwar theoretisch ein Boss, aber ohne irgendwas irgendwie. So geil, wie man so zurück rollt, weicht. Oh, scheiße, jetzt haben wir einen Angriff. Puh, jetzt bin ich in einer doofen Situation. Ausgekommen. Es ist wirklich ein Laser. Na, ist der Laser von aus Bloodborne hier, von den. Auf, wie ich an unterschätzt. Ich denke, so lange reicht mir. Szenerie ist halt mega geil. Ja. Aber wie die Musik sich jetzt in der zweiten Phase so verändert hat. Ich dachte gerade, du würdest in den Abgrund rollen. Ja, auf der Seite ist noch gar nichts kaputt. Ist tatsächlich alles auf der. Ja. Es sieht sehr bedrohlich aus, wenn dieser Laser auf einmal so aus den Augenwinkeln da lang kommt. Nein! Oh, wie? Ich stand doch genau vor ihm! Ich glaube, das Schwert hast du perfekt zwischen seine Beine, knapp unter seinen Eiern geschlagen. Sense! Puh. Ah, jetzt will mich noch einer. Okay. Ja, doof, wenn die Waffe so schwer ist, dass man sie kaum hochkriegt. Was? Sagt der Richtige. Er musste die ganze Zeit das Schwert an seiner Schulter abnehmen. Aber ich führe es mit einer Hand. Okay, deins ab.
Sieh ein, mein Argument war nicht valide. Yep. Sense. Was macht der Lux von mir gerade? Laser. So. Regen. Hat sie getroffen? Ja, irgendwie ja. Nein. Komm, mach ihn. Und... Gut. Da kam der große Ball. Er hat zum Glück ihn getroffen. Danke, Freund! Bitte! Was? Moment, was? Laser! Wenn ich das treffen könnte, wärst du schon lange tot, ey. Ach, kein Ritter? Haha, verarscht! Ich wusste, dass du jetzt glaubst, ich einen dritten mache. Auch noch wegkommen. Ja. Und? Ah, sehr schön. Habt ihr's? Ich hab gewonnen. Tschüss. Ja, adieu. Sterbt ihr? Tschüss. Und die anderen fliegen weg, ja? Tschüss. Ja, cool, sie sterben wirklich. Meine Fresse. 7 zu 6. 7 zu 6. Wir halten es spannend. Ja. Und da fliegen sie davon. Sagen sich, fuck this shit. Oh. Meine Fresse. Na Mensch, das war eine mega Vollaufnahme-Session. Drei Bosse killt, ich zwei, du ein. Nicht schlecht. Puh! Was ist denn da vorne jetzt? Weiß ich nicht. Erstmal Level. Zwei Level haben wir nämlich. Riesen Feuerbahnschrein. Und dann mal gucken. Ich meine, gut, wir werden die Waffe von ihm bekommen, den Schild. Ja. Gut, wenn die Waffe natürlich sehr geil ist. Weil er konnte damit einfach schnell zuschlagen, muss man sagen. Und wir haben extrem viele noch direkt daneben schon. So. Welcome home, Ashen One. Wir sind jetzt wieder bei Kondition. Zweimal. Na, perfekt aufgenommen. Fast. 73. Farewell, mate. So, was sagt ihr denn zu der Seele? Ja. Da, Drachenhüter. Die Drachenhüter-Rüstung wurde von einem Pilger kontrolliert und hatte seinen Meister vor langer Zeit verloren. Sie erinnert sich aber noch immer an ihre gemeinsamen Jagden. Tja, nett, nett. Denn einmal nach oben zu dem kleinen König. Da. Auf dem zweiten Thron. Ja. Mal. Aha, da bitte. So.
Band nicht wirklich. Achso, da ist Rein. Aldrich, Fluch, Dämon, Wort, Jorn, Drachen, Töter. Drachentöter, Großaxt. 40 Sterne. 200 Grundschaden und 74 Blitzschaden. Alter! Eine gusseiserne Großaxt, die einst Teil der Drachentöterrüstung war. Ihr wohnt die große Macht der Blitze inne. Ihre Fähigkeit ermöglicht Techniken, um Erzdrachen zu töten. Fallblitz, erhebt die Axt hoch gen Himmel, sammelt Blitz und schlägt auf den Boden, um dort die peitschenden Blitze zu entfesseln. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ja, 40 Stärke. Wie viel haben wir? 35 Kondition, 30 Stärke. Ja, werden wir nicht mehr. Nee, schaffen wir nicht mehr. So, noch was? Wir schaffen gerade noch Kondition auf 40 zu kriegen. Und Stärke wahrscheinlich auch nochmal 35 oder so. Nee, scheint nur die zu sein. Was? Nicht den Schild? Doch, da ist er doch. Ah, da. Hoch, rechts, rechts. Rechts, rechts. Ja. Drachentöter Großschild. Dieser gegossene Eisenschild war einst Teil der Drachentöterrüstung. Der Schild bietet hohen Schutz gegen Blitze, derer sich der Drachentöter selbst bediente. Seine Fertigkeit spiegelt den Kampfstil des Drachentöters wider. Schildschlag. Stößt eine Abwehr und den Feind mit dem Schild, um ihn zurückzustoßen oder ins Wanken zu bringen, wirkt unabhängig von der Schildhand. Benötigt 38 Stärke. Ja, 95 Blitzresistenz. Aber auch hier 71, 70, 77. Ja. Ey, das ist ein Bollwerk, mit dem du immer so wie alles abfängst. Natürlich sehr nett. Ja, ja. Wer hat eine Überlegung halt denn fürs New Game Plus? Ja. Eieiei. Okay. Und dann? Was liegt denn hinter der Drachentöterrüstung? Drei, 10 Bosse sind gefallen. Es nähert sich dem Ende. Also 15 würde schon gut passen, oder? So von hier noch einer und unten noch einer. Wer weiß. Wir werden sehen. Also ich glaube fast, es sind 15. Plus halt, dass damals die zwei, die halt in der Welt rumlatschen, gewertet werden, weil sie halt sehen. Ja, vielleicht gibt es noch Optionales halt. Ich glaube tatsächlich, dass die Gärten da unten, dass das optional sein wird. Ja. Es kommt mir irgendwie nicht. Nicht vor, wie. Da muss man lang. Okay, da geht's runter. Okay. Dann gehe ich da mal runter. Ja. Was schönes. Noch ein Titanitbrocken. So. Okay, das war die Seite. Und auf der anderen Seite. Okay. Ein großer Eingang also. Und Feuer. Hä? Okay, das ist jetzt wirklich ein Scherz. Oh. Naja, wahrscheinlich, weil es jetzt ein neues Gebiet ist. Nee, das wird halt ja angezeigt worden, oder? Mal ganz kurz. Doch, guck mal, wir sind jetzt großes Archiv. Das große Archiv. Was haben wir vorhin nochmal gelesen wegen großes Archiv? Dass, diese, Anführerin da der Leute, die an die Engel geglaubt haben, im großen Archiv eingesperrt wurde. Schlüssel des großen Archivs Gotthard Doppelschwert. Dann wirst du da rein. Ja, guck mal, da war dann. Das ist diese große Eingangstür hier, oder? Das große Archiv war. Ja, ich denke mal, die Duke's Archives. Ach, das Ding, wo man von allen Seiten von diesen Viechern beschossen wurde? Bei Dark Souls 1? Naja, wo er. Also erst diese riesige Bibliothek halt. Und dann dahinter war dann das mit den unsichtbaren Faden. Okay, hier wird man wahrscheinlich. Ach, das ist der Fahrstuhl. Hebel betätigen? Wo ist denn der? Nee, wait, da. Ach, da. Nee, das ist ein anderer Fahrstuhl. Okay. Okay. Der andere Fahrstuhl war außerdem hinter uns. Wir hätten jetzt hier nach oben fahren sollen. Aber warum bewegt sich der andere nicht? Vielleicht kommen wir von Sumpf nach oben? Wow! Ach, ein Kristallweiser! Wir haben noch gehört, dass es mehrere sind. Zwei, meins. Und bist du Nummer zwei? Und da sind jetzt hier nochmal eine. Gut, haut jetzt sich weg.
Und jetzt ist das Viech irgendwo und ballert von oben runter, oder was? Ja. Da unten. Ich glaube hier. Hui! Hinter dir. Da oben. Irgendwo. Hallo. Psst. Wir sind in der Bibliothek. Oh. Nee, warte. Struktur. Unten war noch was. Hier war noch was? Ach, jetzt bin ich ja hier runter. Kann ich hier hoch? Ah! Du hörst auf einmal eine Stimme des Spiels zu dir sagen, du kannst nicht klettern. Merk dir das doch endlich. Hui! Ach nee! So einer lief nämlich da unten auch schon lang. Hm. Okay, wir müssen nur lang hier. Sieht sehr einladend hier aus. Hallo. Habt ihr schön gemacht hier mit all den Kerzen und Büchern. Sie tragen übrigens eine Kerze auf ihren Kopf, wissen Sie das? So wie gerade mir einen Zauberstab gefunden hat, hat mich gerade kurz an Harry Potter erinnert. Ah, sind Sie Professor McGonagall? Hi, Professor McGonagall. Guck mal, wie der total zugewachst ist hier. Oh, stimmt. Kerzenwachs runter. Tut doch weh. Ja, ist anzunehmen. Huch. Unsere Beine versinken. Passiert. Ist Wachs. Ach, das ist flüssiges Wachs. Ah, okay. Hab ich gedrückt. Ja. Ja. Ein bisschen können wir noch umgucken. Da gehst du irgendwo runter. Was haben wir noch hier? Da liegt noch was. Knowledge der Nietschuppe. Da warst du auch noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Psst! Nee. Schlag dagegen. Ich hab irgendwie ihn geweckt. Yep. Zeigst du mir zufällig den Weg? Nee. Da lang. Ja. Und das sieht nach einem Ritterchen aus. Mit roten Augen. Au. Oh, dieser Schaden, ey, von einem so einen Schildschlag. Ist doch nicht mehr schön. Und ich höre es irgendwo glitzern. Achso. Magiewaffe. Eine Kristallwaffe. Kristallverzauberung drauf. Ich bin schlauer, als du glaubst. So einfach ist das. Oh nein, 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 nein! Hör auf, uns ständig Elle in die Luft zu fliegen. Aber das macht Spaß. Nein, aber uns macht das keinen Spaß. Weißt du, das tut ganz schön weh. Na warte, ich werde dir zeigen, wie du... Oh nein, au. Au. Ich werde respawnen. Mach das. Dann darf ich einfach nicht sterben, dann komme ich nicht mehr vorbei. So, genau, da ist jetzt nämlich der Typ, den ich unten gesehen habe. Da gehe ich jetzt erstmal hin. Was holen? Ich kann die Brocken. So, erstmal hier lang. Genau, den habe ich nämlich irgendwo schon gesehen, deswegen wusste ich, dass es noch lang geht. Ach nee. Ja. Ich dachte, die Leiche wäre noch ein neuer Gegner. Hey, zufällig einen gewissen Greirat ist da irgendwie bei euch? Stimmt, wir sind im neuen Gebiet. Theoretisch. Haben den Boss besiegt, wir sind im neuen Gebiet. Theoretisch müsste er fertig sein. Wenn er es überlebt hat. Okay. Wow. Das ist echt mies. Ähnliches Mistviech. Ah. Und hier vielleicht zu dir. Ach, hier bin ich von London. Genau, aber jetzt wollte ich ja noch da drüben. Kann man ja auch noch lang, da ist ja auch noch ein Item. Ich lebe noch, ich lebe noch. Aber ist auch ein Item hier.
Ach nee. Du bist im Kreis gelaufen. Nun. Rechts. Rechts. Da musst du lang. So. Da war schon lang. So, da komme ich noch nicht hin. Da kommen wir da hin, indem wir hier raufklettern. Oder um die Ecke laufen. Falle. Man sah ihre Füße sogar. Was? Nein! Vielleicht sollte man ihnen auch sagen, dass mit ihren kleinen glühenden Äxten sie auch nicht so ganz unauffällig wirken, wenn sie sich irgendwo an ein Regal heften. Jetzt haben wir, welche Wege haben wir jetzt? Jetzt haben wir nur noch... Ja, den einen hoch und den, wo der Ritter gerade war. Also wir haben ja den noch, wo ich dieses kleine Büchertreppchen hochlaufen kann und dann irgendwo runterhüpfen. Genau. Und dann den Ritter. Wo der Ritter war jetzt gerade. Genau, wo der Ritter war. Ja, das wird zum großen Archiv. Jetzt haben wir das große Archiv und noch den Sumpf. Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber das war's erstmal für die heutige Aufnahmesession. Das heißt, es gibt auf jeden Fall mehr Bosse. Weil wir sind jetzt bei 13 Bossen, ne? Ja. Steht 7-6. Sumpf und Archiv hat auf jeden Fall einen Boss. Das heißt 15. Ja. Und ich glaube nicht, dass jetzt Tyr Lothric, weil ich denke mal, der wird der letzte Boss sein, dass der jetzt hier im großen Archiv auf uns wartet. Ja, am Ende dann oben. Nee, ich glaube, hier im Archiv wird jetzt die Anführerin sein, was wir davon erfahren haben. Ja. Von den Engeln. Heieiei. Und bestimmt ist dann irgendwie, dass wir dadurch, also so ein bisschen wie bei der Amme, weißt du? Wenn wir die Anführerin der Engel getötet haben, dann triggern wir irgendwas, dadurch kommen wir irgendwo anders hin und dann besiegen wir Lothric. Also drei Bosse sind es noch mindestens. Und damit werden wir 16. Das heißt, es gibt noch irgendwo einen versteckten optionalen Boss. Naja, wahrscheinlich, du musst ja dann seine Asche auf den Sarg legen und ich glaube nicht, dass es dann auf den Thron liegt. Ich glaube nicht, dass es dann einfach endet. Ach so, und dass dann noch ein Boss kommt, dann hätten wir 17. Naja, also ich glaube, es wurde auch mehrmals 17 gesagt. Also ich glaube schon, es sind 17, doch. Das heißt... 4 Bosse noch. Noch 4. Ja, und die werden wir dann beim nächsten Mal angehen in der vielleicht letzten Dark Souls Session. Glaube ich irgendwie nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube vorletzten. Also ich glaube zwei Dark Souls, also je nachdem wie jetzt das Archiv aufgebaut ist. Momentan geht es ja noch von der Schwierigkeitsgrad her. Aber der Sumpf wartet ja auch noch auf uns und der hat es ja noch ganz schön in sich mit all diesen Viechern. Da werden wir bestimmt noch sehr viel schreien und verzweifeln, bin mir sicher. Ja, und wer weiß, wie halt die Bosse noch sind, ne? Was da noch auf uns zukommt. Ja. Wir schaffen es auf jeden Fall vorm DLC. Ja. Ich hoffe, sie machen nicht wieder sowas wie in Dark Souls 1, dass du über einen bestimmten Punkt nicht hinweg sein darfst. Wir hoffen, dass wir den dann einfach direkt spielen können, aber wir schaffen es vor dem DLC, das ist gut. Ja. Und ja, dann könnt ihr uns beim nächsten Mal weiter begleiten bei unserer Reise durch Lothric und gegen Lothric. Und gegen Lothric, genau. Gegeneinander, miteinander, beides irgendwie. Toll. Ja. Ja gut, dann bis zur nächsten Aufnahmesession für euch nächste Folge. Habt euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer The Ramen. Und euer Gauton. Ciao.